Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Ja, herzlich willkommen. Hier bin ich wieder am Mikrofon, Gerhard Pellegrini, und wir bringen jetzt interessante Themen, nicht nur sonnige Musik, sondern auch spannende Themen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, Radio Soul steht für Musik und Meinungsvielfalt. Das ist uns wichtig, und dazu gehört es auch, dass wir zum Beispiel Themen bringen, die etwas über den Tellerrand blicken lassen. Und heute darf ich Ihnen vorstellen, Herrn Johann-Peter Schutte, hier bei mir über Zoom zugeschaltet. Er ist Veranstalter und er bringt auch interessante Veranstaltungen nach Österreich. Und lieber Peter, ich sage mal hallo, willkommen in der Show. Schönen guten Abend, Gerhard. Danke, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auf eine schöne Sendung. Johann Peter Schutte, so dein Name, du bist der Gründer der Menschheitsfamilie. Ich finde das so schön, diesen Namen. Du hast eine Webseite vor einem Jahr circa online gestellt, die menschheitsfamilie.at. Erzähl uns kurz über deine Vision und warum du das magst, dass du so eine Plattform betreibst. Ja, das ist eigentlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern Menschheitsfamilie ist eigentlich der Ursprung zu finden bei Daniele Ganser, dem Schweizer Friedensforscher. Und entstanden ist das Ganze dadurch, ich habe 2022 mit Daniele Ganser zwei Events gemacht in Österreich, in Sippach-Zell. Und nach dem zweiten Event hat er mich gebeten, das Management für seine Vorträge in Österreich zu übernehmen. Ich habe mir das überlegt, habe dann zugestimmt und habe mir dann gedacht, nichts Schöneres, als wirklich die Menschen alle zusammenzubringen. Die Spaltung, die ja damals schon seitens der Regierung da war, wieder aufzuheben, die Menschen so zusammenzuführen, dass sich ganz egal, welcher Gesinnung sie sind, ob gespritzt, ob ungespritzt, was auch immer, eine große Familie sind. Denn das ist eigentlich das, was wir brauchen, um Frieden auf der Welt zu haben. Mhm. Und habe das gegründet. Und wie das viele andere zeitkritische Schriftsteller, Speaker gelesen haben, konnte ich mich fast nicht mehr retten. Es kam die Ulrike Gero, es kam der Markus Krall, es kam der Ernst Wolf. Ich habe Events gemacht mit Martin Hadic, Ferdinand Wegscheider, also mit ganz, ganz vielen Menschen, die genauso wie ich friedliebend sind, die politisch neutral sind, die einfach versuchen, und das ist die Intention der Menschheitsfamilie mit den Vorträgen, die Menschen zu informieren. Mhm. Nicht die Menschen von etwas zu überzeugen, sondern wirklich zu informieren, was momentan in unserer Welt vorgeht, die sich doch die letzten drei Jahre sehr, sehr stark verändert hat. Jetzt hat zum Beispiel, du hast den Namen genannt, Ferdinand Wegscheider, der hat auch ein großes Publikum mit Servus TV und seiner Serie, und das ist eine satirische Sendung, wo er Themen auf eine andere Art und rüberbringt, und damit kann er Menschen viel, also wirklich gut erreichen. Im Gegensatz zu ihm jetzt ist Daniele Ganser, den du auch schon erwähnt hast. Er ist Friedensforscher und auch Schweizer Historiker und Autor. Ist Daniele Ganser jetzt aber irgendwie in ein Fahrwasser gekommen, wo man sagt, er gehört zu den Verschwörungstheoretikern, was ja nicht angenehm ist, weil das ist ja ein Abstempeln von einem, also wie kann man einen Friedensforscher als Verschwörungstheoretiker bezeichnen? Ich würde gerne auf das eingehen. Das Thema seiner Veranstaltung, die du jetzt organisierst, die gibt es eine richtige Serie von Veranstaltungen, und eine ist zum Beispiel jetzt in Graz. Das heißt Imperium USA und sein Einfluss auf Europa. Also ich würde, wenn ich das zum ersten Mal lese, würde ich sagen, na klar ist das Imperium USA und hat einen Einfluss auf Europa. Das wissen wir schon seit dem Ende des Weltkriegs mindestens. Aber was ist da so spannend oder brisant daran, dass dann, wenn ein Historiker wie Herr Daniele Ganser dann einen Vortrag macht, warum sagt dann der ORF Steiermark, ein Verschwörungstheoretiker kommt nach Graz zum Beispiel? Ja, es ist, und das hat sich auch immer mehr ergeben, die letzten drei, vier Jahre, die Menschen werden abgestempelt. Ja?
Es werden versucht, Meinungen in die Welt zu setzen von Menschen, die sich nicht einmal annähernd damit befasst haben, jetzt in diesem Falle, was Daniele Ganser macht. Daniele ist ja eigentlich ursprünglich Professor an der Universität gewesen, hat dann mit seinen Nachforschungen zu 9-11 herausgefunden, dass bestimmte Dinge nicht so sind, wie es uns die Medienwelt glauben machen wollte. Wir haben zum Beispiel ja das Interview, das damals live war, von dieser BBC-Reporterin, die sagte, ja, und WTC 7 ist auch eingestürzt und das Gebäude stand noch 5 Minuten hinter ihr. Und als man dann darauf angesprochen wurde bei BBC, ja, was könnt ihr etwas melden, was gar nicht passiert ist, dann hieß es, ja, das war eine Meldung von Reuters International und die haben wir einfach vorgelesen. Somit ist ja relativ klar, da die beiden Zwillingstürme schon flach gelegen sind, dass WTC 7 einer Sprengung zum Opfer gefallen ist. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Daniele Ganser nichts in die Welt setzen würde, was er nicht auch beweisen kann. Und es gibt mittlerweile mehr als 100 Statiker weltweit, die diese These und diese Behauptung untermauern. Und ich glaube nicht, dass ein ORF-Reporter, ja, der sich noch nie einen Vortrag von Daniele Ganser angesehen hat, der noch nie ein Buch von ihm gelesen hat oder ein Wort mit ihm gewechselt hat, überhaupt sich herausnehmen darf, ihn als auch was immer zu bewerten, zu beschimpfen oder ihn sogar zu beleidigen. Denn es fiel auch in diesem Beitrag das Wort Antisemit, was bei uns ja in der heutigen Zeit sehr, sehr oft von Menschen in den Mund genommen wird. Und man wird genauso wie man als Nazi bezeichnet wird oder Rechtsradikaler auch als Antisemit bezeichnet, wenn man nicht regierungskonform spricht. Und ich bin einfach der Meinung, die Menschen sollten nicht werten. Sie sollten sich informieren. Sie sollten selber wieder beginnen nachzudenken, was passiert eigentlich um mich herum und warum bezahlt meine Regierung von meinen Steuergeldern die ganzen österreichischen Gemeinden, um eine Impfwerbung zu machen. Schon das alleine müsste sehr, sehr vielen Menschen zu denken geben. Ja, das Thema Impfen ist ein ganz anderes, das wollen wir heute gar nicht aufreißen, aber ja, es ist auch eine Frage. Bleiben wir jetzt noch beim Thema Frieden? Du hast ja mir auch schon vorhin gesagt, bevor wir die Sendung gestartet haben, du bist schon immer ein Mensch gewesen, der sich für den Frieden eingesetzt hat. Du hast eine Vision von einer friedlichen Welt und da hat es dazu gepasst, wie du diese Einladung bekommen hast, diese Menschheitsfamilie zu gründen. Und es hat großen Zulauf, diese Organisation. Du hast auch einen Newsletter auf menschheitsfamilie.at, kann man sich da auch anmelden. Und du informierst die Menschen, wie gesagt, auch über Themen, die man normalerweise im Mainstream nicht hört. Wir von Radio Soul sind offen für diese Themen. Wir setzen uns jetzt auch nicht in irgendeine Ecke hinein. Wir wollen neutral bleiben. Neutralität ist natürlich nicht nur ein Schlagwort, sondern es ist auch wichtig zu schauen, wie könnten wir außerhalb des Polarisierens, das ja auf allen Ecken und Enden passiert, auch einen Überblick bekommen aus der Vogelperspektive. Ja, und ich habe gesagt, jetzt spielen wir doch auch ein bisschen Musik. Hier kommt Nena mit dem Song Frieden. Wach auf, komm mit, wir alle sind eins. Was mir gehört,
gedeihen, weil wir alles verzeihen. Frieden über Himmel und Erde, was für eine wunderschöne Botschaft von Nena. Kann ich mich anschließen, und auch Peter Schutter ist bei mir heute im Interview über Zoom dazugeschaltet. Er ist Veranstalter der Serie, der Veranstaltungsserie mit Dr. Daniele Ganser unter anderem. Ja. Und diese Veranstaltungsserie wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Imperium USA und sein Einfluss auf Europa, so heißt die Veranstaltung. Ja. Erzähl uns auch vielleicht ein bisschen inhaltlich. Wir haben schon gehört, Dr. Daniele Ganser hat auf sich aufmerksam gemacht, dass er gesagt hat, am 11. September 2001, das World Trade Center ist nicht durch einen Flugzeugabsturz geschrottet worden, sondern da gab es echte gezielte Sprengungen. Und dann hat er 2005 noch eine Dissertation gebracht zum Thema NATO-Geheimarmeen in Europa. Und liegt jetzt dieser Vortrag, den er jetzt macht, auch in dieser Richtung? Gibt es da tatsächlich Geheimarmeen in Europa, und worum geht es da etwas, also so im Überblick? Es ist ganz, ganz schwierig, jetzt die Worte von Daniele hier wiederzugeben, aber Geheimarmeen in Europa gibt es, die habe ich selber gesehen. Ich war vielleicht kurz zu meiner Vorgeschichte 10 Jahre lang für ein amerikanisches Lebensmittelunternehmen unterwegs und habe sämtliche US-Truppen in Europa und Nordafrika betreut und habe damals während der Zeit des Jugoslawienkrieges und auch während des Kuwaitkrieges Zugang zu allen Camps in Kuwait gehabt, habe Zugang zu den Camps in früheren Jugoslawien gehabt und auch in Deutschland. Und ja, es gibt deutschlandweit Trainingscamps, wo die Navy SEALs in bestimmten Gebäuden trainiert werden auf die Einsätze überall auf der Welt. Mhm. Der Vortrag von Daniele Ganser, da geht es hauptsächlich darum, wie die USA sämtliche Krisen in Europa und weltweit ausnutzen, um ihre Kriegsmaschinerie ständig im Laufen zu halten
um ihre Waffenproduzenten ständig neu zu finanzieren. Denn wie wir alle wissen, ist es ja so, dass Waffen sehr viel Geld kosten, dass auch diese ganzen Waffen, die jetzt in die Ukraine zum Beispiel geschickt wurden, ja nicht von Deutschland an die Ukraine verschenkt werden oder von den USA an die Ukraine verschenkt werden. Denn da sitzen ja massive Verträge dahinter, was dann wieder mit Rohstoffförderungen zusammenhängt und mit Rechten dazu. Was Daniele damit aufzeigen will, ist zum Beispiel, weil wir ja vorher auch die Neutralität angesprochen hatten. Wenn wir uns jetzt zwei neutrale Staaten und nicht nur zwei, sondern wir können uns ja auch noch Norwegen und Schweden anschauen, aber wenn wir uns einmal nur Österreich und die Schweiz ansehen, so sind Österreich und die Schweiz momentan weit, weit weg von jeglicher Neutralität, weil sie sämtliche Aktionen, die die UNO oder die NATO oder andere Länder planen und sämtliche Sanktionen gegen Russland mitmachen und somit ihre Neutralität ein Stück weit aufgeben. Und das finde ich ganz, ganz schade, weil es steht weder uns in Österreich noch jemandem in der Schweiz oder in Norwegen zu urteilen, was welcher Auslöser wofür war. Wobei Daniele auch ganz klar sagt, er verteidigt nicht Putin. Er ist kein Putin-Liebhaber, wie er ja auch oft beschimpft wird, sondern er verurteilt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Aber genauso müsste man eben sich jetzt die ganzen Kriege, die weltweit da sind, und einer davon war eben auch der Ex-Jugoslawien-Krieg, wo sich die USA eingemischt haben, sofort, ohne dass sie eigentlich etwas da zu suchen gehabt hätten. Ja? Jetzt auch im Nahen Osten unten. Er beleuchtet einfach die Aktivitäten der Vereinigten Staaten in Europa und weltweit und welchen Einfluss sie auf die Regierungen in den einzelnen Ländern haben. Denn Deutschland hätte nie ohne Vorgabe der USA Waffen in die Ukraine geliefert. Somit ist ja, also wenn ich heute und wenn ich die Gesetze auslege, wie sie geschrieben sind, ja, sobald ich Waffen, Angriffswaffen in ein beteiligtes Land liefere, bin ich automatisch beteiligt am Krieg. Das heißt, es wäre durchaus möglich, was ich zwar nicht glaube, wenn Putin irgendwann mal sagt, so jetzt reicht's mir, ich habe die Nase voll von euch NATO-Verbündeten, dass er einen Gegenschlag trifft. Und wir wissen auch aus der Forschung und aus den Informationen, dass heute ein Gegenschlag sehr wahrscheinlich nuklear sein würde. Es gibt Nuklearwaffen, die sind kleiner wie eine Aktentasche. Wenn die platziert irgendwo gezündet werden, dann gibt es einfach Berlin nicht mehr. Ja? Und ich denke einfach, wir müssen uns den Einfluss der USA auf Europa und auf die Kriege in der ganzen Welt genauso ansehen wie das, was wir in unseren eigenen Ländern, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Norwegen, in Schweden, gerade über uns ergehen lassen müssen. Ich würde gerne da dazu jetzt etwas sagen im Sinne von, ja, wir wissen ja, es gibt eigentlich ein soziales Ungleichgewicht. Also man sagt immer, 99% zu 1% ist das Geld-, Macht- und Ressourcenverhältnis im Ungleichgewicht auf dieser Welt. Und ich habe zum Beispiel auch einen Moderatorkollegen aus Amerika, der sagt, also es ist nicht die USA, nicht das Volk der USA, die das einfädelt oder macht, sondern man sagt immer so, die USA sind das, aber er selbst und sehr viele, die er kennt, sagen, also sie stehen nicht hinter der Regierungspolitik der USA. Und auch umgekehrt, wir in Europa, also viele Menschen stehen nicht hinter der Regierungspolitik unserer Staatsführer sozusagen. Also da muss man schon sagen, so ein Schlag, wie du es gerade irgendwie skizziert hast, mit einer kleinen Atombombe, die Verheerendes anrichten würde,
das würde gegen das Volk gehen und es wäre zu wünschen, dass der Friede dort beginnt, dass die Menschen, die die Entscheidungen treffen, auch global politisch, dass die wieder zusammenfinden. Und wie ich das so orte, ist, da geht es um Geld und Macht und wir wissen, Krieg machen ist doppelt lukrativ. Man sagt ja, erstens einmal verkauft man die Waffen, das ist das beste Geschäft und zweitens hilft man dann beim Aufbau und dann hat man das zweitbeste Geschäft und man verdient doppelt dran. Und solange unsere Welt Geld und Macht gesteuert ist, wird es Kriege geben. Also wir brauchen also wirklich eine friedliche Bewegung, wo die Menschen sagen, hey, wir wollen wieder diesen sozialen Frieden, wir wollen das Miteinander. Was sagst du dazu? Da gebe ich dir vollkommen recht. Also auch ich weiß von den Geldströmen, die im Hintergrund laufen, da braucht man gar keine Namen zu nennen. Ich denke, diese großen Investmentbanken wie BlackRock und so weiter sind ja hingehend bekannt. Dennoch ist es die Rüstungsindustrie natürlich der USA, die sehr, sehr viel Geld an dem Ganzen verdient und wo auch die großen Köpfe sitzen. Denn wenn man heute sich so umhört, dann sagt jeder, ein Präsident Biden ist eigentlich nur das Sprachrohr derer, die hinter ihm stehen. Und da bin ich überzeugt davon. Auch ich war ja selber fast 10 Jahre in den USA. Ich habe weitere 10 Jahre für ein US-amerikanisches Unternehmen gearbeitet. Ich war 4 Jahre in Russland, habe in Russland gearbeitet. Ich war weltweit unterwegs 30 Jahre lang und habe viele Menschen kennengelernt. Und ich habe nirgends auf der Welt jemanden kennengelernt, der schlecht ist, der böse ist. Sondern die meisten Menschen, und das ist das, was mich so im Inneren erregt, sind guten Willens. Sie wollen keinem etwas Böses. Sie werden aber dann von ihrer Maschinerie im Hintergrund, sei es die Politik oder die Menschen, die die Politik steuern, nach vorne in vorderste Front geschickt, um ihr Leben zu geben. Und die Mütter im Hintergrund müssen weinen und jammern, weil ihre Kinder, die sie großgezogen haben, für diese Völker oder für diese Politik in den Krieg ziehen. Und würden wir es schaffen, alle Menschen davon zu überzeugen, einfach Nein zu sagen, wenn man ihnen eine Waffe in die Hand drückt, dann hätten wir Frieden auf diesem Planeten. Und dann könnte die Rüstungsindustrie produzieren, was sie will. Solange keiner eine Kugel abfeuert, haben sie es halt dann im Lagerhaus liegen. Ja? Genau. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Ne? Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, ein Mensch möchte ich bleiben. Das ist das, was du auch gesagt hast gerade. Die Menschen wollen ihren Frieden haben. Das ist unsere Grundeigenschaft. Es ist nicht so, dass wir ständig hier hinter dem Krieg wollen oder auch unterstützen wollen. Hier kommt Wolfgang Ambros und machen wir dann gleich weiter hier in unserem Interview. Mensch möchte bleiben und nicht zur Nummer möchte werden. Und Menschen möchte sehen, weil ich bin sehr dagegen, dass man unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. Bedeppert nur ein Fernseher schauen. Ein Mensch möchte bleiben, ein kleines Geheimnis möchte haben. Kugeln möchte schämen. Doch schöne Steiner möchte grob, ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was ich will. Aber ich glaube, der Verlange schon zu viel. Ein Mensch möchte bleiben und ich will nicht verkauft werden, wie irgendein Stückchen war. Nicht alles, was er wert hat, muss ein anderes haben. Aber macht es einmal wem klar. Ein Mensch möchte bleiben, nicht das Leib möchte sterben. Weil es ist zum Spähen, es ist zum Kurzen und zum Rehren, wenn man sieht, was die Leute alles abführen für das depperte Geld. Es ist doch ganz was anderes, das zählt.
nicht verkauft werden für irgendein Stückel Wahr. Nicht alles, was einen Wert hat, muss auch einen Preis haben. Aber macht es einmal, wenn klar. Ein Mensch möchte bleiben, mein Leben möchte leben. Ein Mensch möchte bleiben und ich werde alles dafür geben, dass ich das morgen erreicht habe und den ich heute noch dran. Ich will nicht, dass ich irgendwas versand. Also ein Radio Soul, Wolfgang Ambros, ein Mensch möchte ich bleiben. Ich habe gerade nachgeschaut, aus dem Jahre 1974. Ja, damals hat er schon diese Vision gehabt. Wir haben auch kurz vorher, Peter, auch gesagt, in der Pause haben wir gesagt, die Nicole, die war ja sehr erfolgreich beim Eurovision Song Contest und hat 1982 das Lied Ein bisschen Frieden rausgebracht. Und das war bis jetzt das die meistverkaufte deutschsprachige Schlagerplatte. Also Menschen wollen Frieden, definitiv, oder? Ja, und dieses Lied hat mich eigentlich damals, 1982, wie ich mit meinen Eltern damals noch den Song Contest angesehen habe, hat mich dazu gebracht, mich weltweit zu interessieren, warum eigentlich diese Kriege alle stattfinden. Und seitdem bin ich ein Mensch, der versucht, alles friedlich zu regeln. Also ich mag keine Aggression, keine Schimpfereien, keine Streitereien. Meine Frau sagt auch immer zu mir, Mama, mit dir kann man gar nicht streiten, weil du bist halt einfach dann ruhig. Und ich denke, es ist wichtig, sich dessen zu besinnen, warum wir eigentlich auf dem Planeten sind. Wir sind hier, um zu leben und nicht hier, um uns totzuschuften für irgendwelche Organisationen, Firmen oder sonst irgendwas, sondern um uns zu verbinden, um eine einzige große Familie zu sein, die miteinander Spaß hat, die miteinander arbeitet, die miteinander redet, singt, tanzt und lacht. Und klar brauchen wir alle Geld, um überleben zu können. Doch wenn wir zurückschauen in die Steinzeit, die Menschen haben auch überlebt. Sie hatten kein Zahlungsmittel, man hat getauscht. Der eine konnte das besser, der andere das. Wir haben auch jetzt so unsere Gruppen in verschiedenen Orten, wo man sagt, Mensch, da ist ein Elektriker und ich bin zum Beispiel der Koch. Der Elektriker hat seinen 50. Geburtstag, ich koche ihm für seine 20 Gäste und er repariert mir ein paar Steckdosen. Ja? Dazu braucht es keine Geld und keine Macht, sondern einfach nur das Verständnis untereinander und die Wertschätzung untereinander. Und ich denke, das müssen wir wieder viel mehr intensivieren und leben. Wunderbar. Wir haben von dir schon gehört, du bist beruflich sehr weit, sehr viel herumgekommen, USA, Russland, und du hast auch interessanterweise Udo Lindenberg kennengelernt. Erzähl uns bitte das, wir werden nach ein Lied von Udo Lindenberg spielen. Ja, ich hatte, wo ich für den amerikanischen Lebensmittelkonzern gearbeitet habe, 10 Jahre in Hamburg mein Büro gehabt, direkt so in einem Industrievorort, und habe immer von Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag im Hotel Atlantik in Hamburg übernachtet und Udo Lindenberg hat da drin ja praktisch gewohnt, viele Jahre lang, und wir haben uns oft am Abend an der Bar zusammengesetzt, damals habe ich noch geraucht, eine Zigarre geraucht und ein Glas Whisky getrunken und so philosophiert, wie schön es doch wäre, wenn man sich überall auf der Welt frei bewegen könnte, ohne irgendwelche Vorurteile, so Feste zu feiern, wie es damals gewesen ist. Also ich war damals gerade, wo dieses Lied um die Welt ging, war ich gerade Küchenchef auf dem größten Passagierschiff der Welt, bin in der Karibik unterwegs gewesen, wo es dann diese Gleichschaltung gab, wo in England und in Seoul, wo überall die Menschen gleichgeschalten waren, wo man eigentlich den Frieden, die Gemeinsamkeit auf der Welt zeigen wollte, im Fernsehen weltweit. Und leider ist nie etwas daraus geworden, dass wir Frieden haben auf der ganzen Welt. Mhm. Das vermisse ich wirklich.
Ja, wir werden jetzt Udo Lindenberg spielen, und zwar mit seiner Nummer Wir ziehen in den Frieden, featuring Kids on Stage. Ja. Und dann geht's gleich weiter, machen wir noch einen Einstieg. Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen von Love and Peace und jeder Mensch ist frei. Wenn wir zusammen aufstehen, kann das wahr sein. Es ist soweit, ich frag, bist du dabei? Wir haben noch nicht die Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen. Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen. Wir werden den Krieg nicht länger tatenlos zuschauen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen. Aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Wir sind doch alle Blutschwestern und Brüder. Wir sind eine große Menschenfamilie. Wir brauchen keine machtgeilen Idioten mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie. Ich hör John Lennon singen, give peace a chance. Und es klingt wie ein Vermächtnis aus dem All, damit das Weltgewissen endlich aufwacht. Es ist 5 Sekunden vor dem großen Knall, aber wir sind überall. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafend. Your Sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Genau, und diese Show, die gibt's auf Radio Soul. Sie können hier bei uns Sendezeit bekommen. Heute bei mir über Zoom dazu geschaltet. Ja, Peter Schutte. Er ist Organisator der Veranstaltungen von Dr. Daniele Ganser, ein Friedensforscher und Historiker.
Und das war der Anlass, dass wir gesagt haben, wir machen mal eine Sendung. Und ich habe gemerkt, dass wir eine richtige Friedenssendung gemacht haben heute. Wunderbar, so soll es auch sein. Lieber Peter, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Gibt es noch etwas, was dir am Herzen liegt, was du uns noch rüberbringen möchtest? Ja, also was mir am Herzen liegt, ist, bitte, liebe Zuhörer, denkt alle drüber nach. Was wollt ihr im Leben? Wollt ihr Frieden oder wollt ihr keinen Frieden? Wollt ihr Spaltung, wollt ihr keine Spaltung? Versucht, eure Nachbarn, eure Freunde, eure Familie so zu verstehen, wie sie sind. Nehmt die Menschen, wie sie sind und urteilt nicht. Jeder hat sein angeborenes Grundrecht auf Freiheit, auf freie Meinungsäußerung und auf freie Einstellung zum Leben und vor allen Dingen zu entscheiden, was mit seinem Körper passiert. Wir haben viel gehört in der letzten Zeit von KI und Chips und allem Möglichen. Lasst euch nicht beeindrucken, sagt Nein, wenn etwas passiert, was ihr nicht mitmachen wollt. Und informiert euch gegenseitig, vernetzt euch, bleibt friedlich, denn ohne Frieden geht diese Welt zugrunde. Danke, Gerhard. Ich sage auch danke und ich freue mich sehr, dass wir auch deine Botschaft hier über Radio Soul der Öffentlichkeit zutragen dürfen. Ja, du hast mehrere Veranstaltungen hier auf deiner Plattform, meine Damen und Herren. Sie können gerne auf die Webseite von Peter Schutter schauen. Einfach menschheitsfamilie.at eingeben. Und da gibt es eben die nicht nur die Veranstaltungen von Daniele Ganser, sondern auch andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Angst, Essen, Freiheit auf oder die Klimakatastrophe. Also durchaus alles Themen, die über den Tellerrand blicken lassen und auch andere Stellungen oder Stellungnahmen und andere Einsichten auch vermitteln. Und da, es gibt sehr viele Menschen, die sich für das interessieren. Ich finde, das ist eine wunderbare Arbeit, die du hier machst. Es ist nicht einfach, man ist auch selber immer wieder dann im Kreuzfeuer, wenn es eben nicht dem Mainstream konform ist, was du bringst oder dass du Menschen hier eine Bühne bietest, die das machen. Aber ich finde, gerade im Sinne der Meinungsvielfalt und wir als Menschen sind ja auch jeder unterschiedlich und jeder anders. Also wir dürfen auch unterschiedliche Weltbilder haben. Das dürfen wir zulassen. Lieber Peter, danke für dein Kommen heute. Und diese Sendung gibt es auch im Nachhinein dann auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal planetsoul.tv zum Ansehen. Wir machen noch ein Lied, würde ich sagen, oder? Machen wir. Ja, an alle Boten des Friedens. Hier kommt noch der Seelensong, Baum der Seelensong. Tschüss, Peter. Bis bald. Tschüss, Gerhard. Dankeschön. Die Schwarmintelligenz von Mutter Erde führt uns jetzt zusammen, die vom selben Ursprung stammen. Ich erkenne meinen Sinn, weiß wieder wer und was ich bin. An alle Boten des Friedens, jetzt ist die Zeit des neuen Erdeschmiedens. Bringst du deinen Teil mit ein, dann wisse, du bist nicht allein. Folge dem Licht durch die dunkelste Nacht, auf das der neue Morgen bald erwacht. Du stehst vor einem großen Tor, dein Ego wird leise und weise tritt deine Seele hervor. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist. Das Gefühl von Zuhause hast du lange vermisst. Hier kommt dein Applaus. Verneige dich vor dir und sprich deine Wertschätzung aus. Baum der Seelen, Baum der Ahnen. Hörst du ihre Stimmen, wie sie uns ermahnen und flehen, in unser Potenzial zu gehen, aufzuhören, uns zu verstecken und wieder unsere wahre Größe zu entdecken. Jetzt ist unsere Zeit. Das Paradies ist ganz und gar nicht weit. Es ist wahr, es ist kein Traum. In dir lebt ein Frieden. Baum. Er lässt dich in dein Herzraum schauen, hilft dir, dich zu erkennen, statt vor dir selbst wegzurennen, zeigt dir, dass du Frieden bist. Das Einzige in deinem Leben, was du wirklich vermisst, bist du. Bist es immer gewesen und wirst es immer sein. Hörst du den Ruf? Dann stimm mit mir ein. Regenbogenstamm, ich rufe dich für die höchste Vision. Brüder und Schwester, zeigt euch und bildet eine Union. Mit unserer Liebe als stärkste Kraft übernehmen wir jetzt wieder die Hüterschaft von Mutter Erde und löschen so die dunkelsten Krisenherde. Lasst uns nicht wegsehen, sondern aufstehen, unseren Kindern den Weg ebnen und vorausgehen. So sehe ich meine Verantwortung und Pflicht. So wie das Licht den Schatten durchbricht, erfahre ich durch meine erweiterte Sicht, dass wir eins sind mit allem, was ist, und du dein größter Schöpfer bist.
Ob schwarz, weiß, alt oder jung, erwecke jetzt deine Erinnerung. Sei auch du ein Friedensbaum, auf das die Menschheit erwache aus ihrem Traum. Beginnt die Wahrheit zu leben, zu vergeben, zu seinen Frieden und die Erde zu lieben. Zu hüten in Dankbarkeit für unsere gesamte Lebenszeit. Lasst uns friedvoll unserer Taten walten, nichts und niemand wird uns mehr abhalten, in die Freiheit zu gehen und die Samen des Friedens zu sehen, unzählige Bäume zu pflanzen, um die unsere Kindeskinder noch tanzen. Das ist der Beginn einer heilen Welt, in der das Leben wieder mehr wert ist als Geld. Und Macht, gib Acht, was mit deinem freien Willen passiert, sei nicht manipuliert. Werde dir klar, der Friede ist längst da, kein Scherz, spür in dein Herz, wo der Frieden wohnt. Und die Wahrheit thront. Schwing hoch wie der Adler zur Sonne ins Licht, werde Zeuge deiner Geburt mit einem neuen Gesicht. Lande sanft mit dem Kopf im Himmel voller Sterne und lerne zu fliegen mit den Füßen verwurzelt in der Erde. Hinter dir die Kraft deiner ganzen Büffelherde. Vertrau dir und lass los, du bist so groß. Lass uns vereint ins Kollektiv Liebe senden und uns nur noch dem Frieden zuwenden. Die Zeichen sind da, überall nimmst du sie wahr. Symbole des Friedens und des großen Geistes, sie sind deine Wegweiser, du weißt es. Alles wendet sich zum Guten, die Liebe wird uns überfluten. Ergreif den Mut, für das Leben zu sein, spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe, du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit, bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einer erneuerten Erde? Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du, wie sie uns ermahnen, für den Frieden aufzustehen und in unsere Kraft zu gehen. Let's unite for peace, it's time for our come on, please. Come on, please. Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du, wie sie uns ermahnen, für den Frieden aufzustehen und in unsere Kraft zu gehen. Let's unite for peace. Time for our release. Come on, please. Come on, please. Schwing hoch wie der Adler zur Sonne ins Licht, werde Zeuge deiner Geburt mit einem neuen Gesicht. Lande sanft mit dem Kopf im Himmel voller Sterne und lerne zu fliegen mit den Füßen verwurzelt in der Erde. Hinter dir die Kraft deiner ganzen Büffelherde. Vertrau dir und lass los. Du bist so groß. Lass uns vereint ins Kollektiv Liebe senden und uns nur noch dem Frieden zuwenden. Die Zeichen sind da, überall nimmst du sie wahr. Symbole des Friedens und des großen Geistes, sie sind deine Wegweiser, du weißt es. Alles wendet sich zum Guten, die Liebe wird uns überfluten. Ergreif den Mut, für das Leben zu sein, spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe. Du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit. Bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einem...